Sie lauern in den Schatten, in den Tiefen der Finsternis, nähren sich von unserem Blut, unserer Angst, gieren nach unseren Seelen. Doch es gibt einen Mann, der sie aufhalten kann. Er wacht über unsere Welt und stellt sich dem Kampf mit den Kreaturen der Hölle. Unsere letzte Hoffnung. Er ist der Geisterjäger. John Sinclair. John Sinclair, Hexenhase, von Ian Rolf Hill, gesprochen von Dietmar Wunder. Bist du der Osterhase? Tamara Brown blieb stehen und musterte den Mümmelmann, der keine 2 Yards vor ihr im saftigen Gras kauerte, mit großen Augen. Natürlich kannte Tammy Hasen, hatte schon häufiger welche gesehen. Nur waren die viel ängstlicher gewesen und hatten sofort die Flucht ergriffen, sobald sie auf sie zugelaufen war. Doch dieser hier war irgendwie anders, zutraulicher, fast schon zahm. Seine Scharte zuckte und zitterte lustig. Tammy umklammerte das Körbchen, in dem sie die Ostereier sammelte, mit beiden Händen. Sie lächelte, sodass ihr prächtiges Milchzahngebiss deutlich zu erkennen war. Plötzlich stellte sich der Hase auf die Hinterbeine und bewegte die Vorderpfoten, so als ob er ihr zuwinken würde und sie aufforderte, näher zu kommen. Das ließ sich Tammy nicht zweimal sagen. Sie kicherte und ging auf den Hasen zu, der sich unvermittelt duckte, damit sie sein flauschiges Fell streicheln konnte, direkt hinter den Löffeln. Auf einmal drehte er sich um und hoppelte auf den nahegelegenen Waldrand zu. Und dort, wo er eben noch gesessen hatte, lag ein blau glänzendes Ei in dem plattgedrückten Gras. Staunend trat Tammy näher. Oh, ein so schönes Ei hatte sie noch nie gesehen. Das Mädchen bückte sich und hob es auf. Als es das Ei berührte, bemerkte Tammy, dass es gar kein bemaltes Hühnerei war. Es war viel weicher und roch so lecker wie Marzipan. Sie wollte eben kosten, als sie sah, dass der Hase